Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 19 Koop Spielerkarriere mit dem Jan. Hi. Hi. Super Sache hier. Wir haben nämlich heute zwei coole Spiele und zwar gegen den FC Bayern München und danach in der Champions League. Das Viertelfinal-Hinspiel gegen Tottenham. Ja. Außerdem hier Spieler des Monats wird auch noch wahrscheinlich vor dem Bayern-Spiel verkündet. Spieler des Monats wird noch verkündet. Hier, das sind die Kandidaten. Jan Delaney, Mike und wer ist der andere? Dieser Gregovic oder wie heißt der Typ? Gregovic. Ja. Habe ich gewusst. Achso, ja genau. Ich würde es Jan gönnen auf jeden Fall, hier Spieler des Monats zu werden. Ich mir auch. Er hat sich's jetzt endlich mal verdient. Ist wirklich so. Aber ja. Mal weiter. Mal gucken. Wir machen weiter, jawohl. Gucken wir uns das gleich mal an. Keine Auszeichnung erhalten. Mischak. Nochmal. Nee, war das vom letzten Mal, glaube ich schon, ne? Spannung steigt. Wer ist es geworden? Das ist so lächerlich. Zum fünften Mal, ja! Warum? Du hast voll wenig Tore, du hast ein Tor oder so geschossen. Ja und? Ich habe tatsächlich nur ein Tor geschossen. Das. Nee. Tja, blöd, ne? Lächerlich. Das ist schon traurig jetzt an der Stelle für dich. Ich habe, glaube ich, sogar einen Dreierpack. Ein Dreierpack gemacht. Ja, das Bild, das fand ich nicht. Und Doppelpack hast du gemacht. Hier, das ist ein cooles Bild. Lewandowski gegen Reus. Okay, Dortmund gegen Bayern. Das deutsche El Clasico hier wieder auf meinem Kanal. In der Infokarte natürlich Jans Kanal verlinkt. Da könnt ihr vorbeischauen. Da war die letzte Folge. Ich weiß nicht mehr, was passiert ist, weil wir kurz Pause gehabt haben. Und ja, war auf jeden Fall bestimmt cool. Schaut einfach vorbei und ja, da werdet ihr auch sehen, warum es Jan eigentlich verdient hätte, aber ich mir zum fünften Mal den Spieler des Monats gegönnt habe. Ja, okay. Dann starten wir rein. Gegen Bayern wäre es ganz cool, wenn wir gewinnen, weil das natürlich einiges entscheidet. Wenn sie gewinnen, kommen sie richtig nah an uns ran und der Titelkampf wird richtig gefährlich. Wenn wir gewinnen, ja, dann können wir uns sehr deutlich absetzen zu Bayern. Und das, also das heißt sehr deutlich, aber auf jeden Fall deutlich. Und das ist sehr positiv. Jan mit einer 79, Mike mit einer 75. Was machst du? Wolf. Ah, Wolf, ja, ja. Der war voll cool. Robben hat Bock, ist heiß. Ich bin gespannt. Das wird natürlich ein krasses Spiel. Wäre gut, wenn wir das gewinnen. Oh, Pulisic, nicht ich. Alter. Das ist ein Bug. Ja, ist ein Bug, ja. Okay, ja, wie gesagt. Sieg muss her, streng dich an, ich streng mich auch an. Ja, nach der kurzen Pause jetzt, da können wir auch richtig Gas geben. Und, ja, mal gucken. Wir kommen da aus der Ecke raus. Was ist das für ein scheiß Stadion? Bäh. Trainer! Lol, wie geil ist das denn? Wie scheiße ist das? Pass. Lol! Hä? Ja, Torvorlage. Okay. Anstatt dass meiner hingeht, spring da drüber. Pulisic. Ja, ich hab doch schon 21 Tore, brauche ich ja nicht, ne? Ja, du hast generell in letzter Zeit wenig Tore gemacht. Ja, guck mal, was das ist. Ja, und trotzdem bekommst du. Ich sag ja, das ist ein Trostpreis. Sei mal Spieler des Monats. Aber guck mal, was das ist. Was soll ich da machen? Ich habe auf Kreis gedrückt und meiner springt drüber. Keine Ahnung. Du wolltest nicht mir passen, glaube ich. Du hast absichtlich ihm gepasst. Du hast ihn angewählt und ihm gepasst, quasi so. Ja. Oh Gott. Oh, wieso legt er nicht weiter? Mal, ja, er hat nochmal. Da stand Reus, glaube ich, unten oder wer auch immer das war. So, Halbzeit hier auf jeden Fall. Pulisic hat ein Tor gemacht. Hat er mir geklaut. Ja, das war super. Du hast es ihm geschenkt. Ich weiß. Nein, ist ja auch nicht so schlimm. Aber zweite Halbzeit müssen wir auf jeden Fall ausbauen, weil ein 1-0 ist ganz knapp. Frankfurt war gut letzte Saison. Oh Gott, hallo. Ich habe wohl ganz anders hingedrückt, Mann. Ich aber warum hast du nicht einfach zu dem gepasst? Hey? Ja, ich wollte links rüber zu dem passen, aber halt über den Bayern-Spieler. Halt einen hohen Pass in Lauf und das wäre also so rüber. Boah, wie schnell ich aber war, voll krass. Neuer ist rausgekommen und ich war schneller als er da. Obwohl er eigentlich, glaube ich, näher war. Das war voll krass gerade. Alter, passt zu mir. Oh Gott. Wie egoistisch du da warst. Ich war das genauso wie du jetzt schon, dass ich einen Meter vorm Torwart scheiter. Ist ja auch. Also nicht scheitert, also ich finde das viel einfacher, wenn man richtig nah an den Torwart geht und dann Flachschuss drückt. Aber es ist halt neuer, das ist das Problem.
Also, sonst finde ich das echt viel einfacher. Das wäre ein bisschen doof, da zu fordern. Oh, fast ein Eigentor von Robben. Robben! Das ist ein bester Spieler von Dortmund. Komm bitte jetzt nochmal das 2-0. Ah, das ist ein Lappenpass. Du wolltest den einwechseln. Ich hätte Wolf drin gelassen. Ja, Wolf schießt nur Tore, macht keine Vorlagen. Er hat es gut gemacht, trotzdem ein Tor hat er ja gemacht. Nur 1-0, aber Sieg ist Sieg. 3 Punkte, ja. Wir können uns weiter absetzen von den Bayern. Nicht schlecht. D und F. Lächerlich. Was das, Mann? Wer ist das? Wolf. Ist er wieder drauf? Ja, wir haben den nur in diesem Vorschaubild da geändert. Ich hab's auch vergessen. Scheiße. Ja, Wolf, Mann, Junge, hab ich mit Absicht gemacht. Und ich krieg nachher den Zehner, Alter. Diesen Alcantara da müssen wir auch wieder, oder? Der ist ja auch noch nicht. Ja. Baco Alcácer, ja? Ja, der Verteidiger, der Verletzte. Ach so, der Alcantara. Ja, klar. Okay, Leute, Auswärtstore schießen. Huiuiui, uiuiuiui. Oh. 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 Wie ist der denn reingegangen? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall mit links. Komm, ich will dich umarmen. Oh, nee. Starke Vorlage, dankeschön. Danke. Mach ich gerne. Und Wolf, Alter. Sobald Wolf drin ist, macht der Mike wieder ein Tor. Ja, aber das war mit links jetzt. Also ich habe den Fuß anscheinend auch gewechselt. Ja, ich dachte, der linke Fuß ist besser. Und der ist richtig Latte, Linie, Latte und irgendwie drin. Aber 1-0, auswärts Wembley anscheinend. Wembley-Tor in Wembley. Sehr krass. Boah, heftig, Alter. Ich bin ja jetzt Weltstar. International Superstar bin ich jetzt. Superstar. Wie er einfach egoistisch ist. Ja, weil ich gut bin. Ja, ich wollte schon wieder meckern. Aber durch den gegnerischen Spieler, den Time Finish. Eben, deswegen. Also ich wollte schon meckern, weil... Alter, wer ist denn jetzt Kapitän? ...verloren hast. Was ist das für ein Bobo? Aber, ich dachte echt, du hast ihn verloren. Das ja, hatte ich auch. Nicht. Kurze Zeit. Und dann habe ich wieder gesehen, dass ich einen Kreis gespammt habe. Oh Mann. Aber, hä, aber wer ist Kapitän? Jeder von uns hat ein Tor. Wieso ist Kagawa Kapitän? Verstehe ich nicht. Ja! Yay, wir haben beide ein Tor. 2-0. Wir sind auswärts stark in der Champions League. Krass. Stimmt. 4-0 gegen Barcelona, 2-0 gegen Tottenham. Ja, bisher. Tottenham ist nicht so krass wie Barcelona. Ja, aber es ist ja bisher jetzt erstmal. Ja. Und wir strengen uns jetzt nicht so krass an wie in dem Finale. Also in dem Finale, ja. Finale. Im Rückspiel vom Achtelfinale. Ja, da mussten wir auch viel mehr leisten. Eben, da haben wir uns ja richtig krass angestrengt. Jetzt strengen wir uns zwar auch noch an, aber... Ich gebe mir eigentlich gar keine Mühe. Nur auf dem... Oh, ja, was na ist klar. Das, denn? Das ist doch eine Verarsche gerade gewesen, oder? Prank gone wrong, Alter. Halbzeit in Tottenham. 2-0. Kann man mal machen. Ist in Ordnung. Geht besser. Aber was heißt geht besser? Also 2-0 zur Halbzeit ist voll gut eigentlich. Also geben wir Gas, machen weiter und hoffen, dass wir das noch ausbauen können. Denn man weiß ja nie, was dann zu Hause in Dortmund passiert. Ja. Doch, er hat die Binde. Nice. 1-2. Scheiße. Wie gesagt, leicht ist es nicht. Ja. Das ist nicht ausbauen, das ist kacke. Also. Fuck. Wir brauchen noch ein paar Auswärtstore. Ja, eigentlich schon. Mach jetzt. Platz. Jan! Sehr schön gemacht. Super durchgekommen. Und schönes Tor. Oh. Da komme ich dann doch nochmal. Ah, Mann, das zählt immer nicht für Spieler des Monats. So ein Dreck. Doch egal, Mann. Nee, ist nicht egal. Aber gut gemacht. Danke sehr. 3-1. Noch ein Auswärtstor, das ist super. Oh! Boah, was? Ein Pass. Komm, Mike, bitte. Ja. Der Egoist. Ja, so einen muss man dann machen. Endlich.
1 Beide zu 4. Doppelpack. Sehr gut. Also eine schöne Doppelschlagreaktion. Aber das, was für ein krasser Pass war das denn? Auf, ja, der war wirklich krass. Aber schöne Doppelpackreaktion auf den Gegentreffer. Den Gegentreffer. Ja, sehr schön. 4-1, das ist sehr gut. So können wir auf jeden Fall weitermachen, denn wir haben erst die 70. Minute. Das gibt's doch nicht. Mann, Alter, das war so offensichtlich. Außendistanz. Es ist schon 3 Minuten nach der Nachspielzeit, also eine Minute drüber schon, ja, quasi. 2-4. Und es war so offensichtlich, weil die ganze Zeit kommen und unsere Mannschaft nichts dagegen macht. Aber irgendwie jubelt hier keiner. Es ist ultra leise im Stadion. Ja, wenn Dortmund 2-4 gewinnen, ist es ja auch leise. Ja, aber wenn sie nochmal hier in der dritten Nachspielzeitminute nochmal ein Tor schießen und das irgendwie noch was ausrechnen in Dortmund, dann. Also man muss sagen, wir haben natürlich gut gespielt, auswärts wieder 4 Tore gemacht, wie in Barcelona, aber 2 Tore halt auch kassiert. Das ist in Barcelona zum Glück nicht passiert, sonst hier wären wir jetzt leider nicht da. Schon. Aber gut, es geht trotzdem noch weiter und wir schauen einfach mal, wie es dann in Jans Folge im Rückspiel wird. Das ist das Stichwort, schaut rechts um beim i bei ihm vorbei. Und schaut euch die nächste Folge an. Das war's von dieser Folge. Lasst mir einen Like da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein. Bis dahin und ciao, ciao. Ciao.